Moin meine lieben Heimwerkerfreunde. Ja, in dem heutigen Projekt geht es darum, Sägeblätter vernünftig zu verstauen. Ich habe keine Ahnung, 5, 6 Sägeblätter. Die schmeiße ich immer so in die Schublade, ist irgendwie auch nicht so geil. Und dann habe ich gedacht, ich baue mir eine Halterung und die ist ganz einfach, also ganz leichte Kost für euch heute. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Projekt. Heimwerker-Time. So, wie gesagt, das wird auf jeden Fall eine ganz einfache Geschichte. Nichts Kompliziertes, ohne viel Schnickschnack. Das kennt ihr ja von mir. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Und zwar habe ich hier noch so ein Reststück. Da habe ich mal geguckt, wie viel Grad ich hier reinsägen möchte. Und ich bin auf 60 Grad gekommen. Also ich habe 60 Grad als allererstes ausprobiert. Und habe halt gesehen, dass das super passen würde. Auch so, ja, also so weit, also das Blatt zeigt jetzt auch noch ein bisschen raus, das passt auch ganz gut. Also werde ich das 60 Grad, werde ich das sägen, das habe ich mit der Kappsäge gemacht. Für die Leute, die jetzt keine Kappsäge haben, wie gesagt, das ist ein ganz einfaches Projekt, das könnt ihr auch mit der Stichsäge machen. Nehmt ihr euch einfach ein Geodreieck, zeichnet euch 60 Grad irgendwie auf ein Stück Holz an, nehmt eine Spiegel, könnt die ja auch übertragen oder ihr macht es komplett mit dem Geodreieck. Hauptsache ihr habt 60 Grad angezeichnet und dann schneidet ihr das mit der Stichsäge aus. Ist genauso simpel, ist genau das gleiche. Ich habe das jetzt so gemacht, mit der Kappsäge säge ich jetzt hier einmal rein und nehme einfach zwei Schnitte, also von der Blattstärke von der Kappsäge nehme ich zwei Schnitte und dann passt das eigentlich auch. Gucken, was wir jetzt hier an Breite haben. Wie gesagt, ich habe das vorher mal eben einmal angetestet. So, das ist jetzt 14 cm, das könnten wir sogar noch flacher machen. Ich weiß gar nicht. Wie sieht das denn aus, wenn der hier näher drin ist, dann hat der so den Bogen. Nehme dann eine Breite von 13 cm werde ich jetzt nehmen. So, 5 Sägeblätter habe ich, will immer 5 cm Abstand haben. Ja, ich würde sagen, wir schneiden uns jetzt erstmal zwei Stücke zu. Oder können wir auch 13? Ne, erstmal 2 von 13. So, ich habe jetzt hier so eine Seekiefer, also das ist Sperrholzplatte oder wie heißt das, habe ich aus dem Baumarkt mal gekauft, das war mal so ein Reststück. Die habe ich jetzt beide auf 13 cm zugeschnitten, jetzt werde ich die einfach mal eben zusammenschrauben. Ich muss das sowieso näher zusammenschrauben, das ist egal. Einfach so, weil ich die jetzt gleich mit beiden Brettern quasi säge, dann weiß ich auch, dass das alles parallel ist. Das jetzt quasi einfach nur zum Fixieren. Könnte man auch mit doppelseitigem Klebeband oder so machen. Geht auch alles. So, 60 Grad, wie gesagt. Jetzt will ich mal eben schauen. Wenn das jetzt hier oben ist, dann werde ich jetzt einfach mal den ersten Schnitt, werde ich mir jetzt mal vermitteln, wo ich jetzt gucken will, wo das Blatt oder das erste Blatt halt rausgucken soll. Ich will mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich alle Blätter benutze, die ich jetzt habe, die 5 Stück. Ich glaube, das eine oder andere will ich auch mal weghauen. Also 3 brauche ich auf jeden Fall, weil 3 Blätter habe ich definitiv immer in meiner Werkstatt. Vielleicht kommt da noch mal ein kleineres mit zu. Also ich sag mal 4 oder 5, das werde ich mir gleich erstmal einteilen. Jetzt gucke ich einfach, jetzt mache ich hier den ersten Schnitt. Mal eben Ohrbommels. Ja, das war natürlich ganz schlau. Jetzt habe ich vergessen... Moment. So, ich wollte die Kappsäge ja eigentlich komplett drinnen lassen. Weil ihr braucht hier nicht die Zugfunktion. Ich nutze jetzt einfach ganz normal die Kappsäge, nicht die Zugsäge, einfach nur die Kappsäge. So, machen wir mal das erste Blatt dort. So, jetzt rutsche ich einfach ein Stück weiter, dass ich quasi noch mal die zweite Blattstärke sägen kann. So. So, so haben wir schon die erste Führung für das Blatt oder für das erste Blatt. So,
So, jetzt muss man halt auch gucken, wenn die Blätter drin sind, dass man die greifen kann und sich nicht irgendwie an dem oberen oder unteren Blatt dann halt verletzt. Jetzt würde ich einfach mal schauen, wie ich das jetzt mache. 60 Grad habe ich ja gesagt. Wenn ich jetzt, ich würde sagen 8 cm nehme ich mal als Abstand, dann kann man da glaube ich ganz gut reingreifen. Das ist ja auch so eine Geschichte, wir nehmen reingreifen, wie gesagt, nicht, dass man sich verletzt, obwohl wenn ich 10 nehme, ist vielleicht sogar noch besser. Ich nehme mal 10. Machen wir mal jeweils 10 cm Abstand. So, die habe ich auch schon auf 60 Grad eingestellt. Dann kann ich mir das mal eben anzeichnen. Mal eben schauen, ob das soweit passt. Ich guck, dass er 1, 2, 3. Der würde noch gehen. Wären 4. Ja, der wird nichts mehr. Also 4 Blätter, das langt eigentlich auch. Wie gesagt, man kann es ja auch länger machen, je nachdem, was ihr halt habt. Man muss ja auch gucken, wo man das Ganze hinhängt. So, dann werde ich mal schauen, dass ich hier... So, der... beim Auseinanderschrauben, mal eben die Breite ermitteln. Können wir mal schauen, wie jetzt so nebeneinander wären. Was wir da jetzt brauchen. Sieht ja schon so nicht schlecht aus. Jetzt gucke ich einfach mal, das vermittle ich mir jetzt selber. Was sage ich jetzt hier? Bop, bop, bop. Mal hier Aufmaß oder Innenmaß. Nehmen wir mal das Innenmaß von 16. Also schneide ich mir noch mal eben ein Stück von 16 zu. So, dann werden wir das Ganze mal eben zusammenschrauben. So, 3x30. Passt. Ah, das ist auch wieder so ein Projekt, so, da habe ich irgendwie Bock drauf. Das ist schon wieder so ein Tack-Zack-Projekt. Tack-Zack-Projekt. Das geht ratzi-fatzi, erfüllt seinen Zweck. Kann man schön und easy nachbauen. Ganz leichte Kost. Finde ich zumindest. So, mal schauen hier. So, andere sieht. Mal gucken, dass das richtig rum ist hier. Falsch rum. So ist richtig rum. Gut. Nummer 1. Nummer 4. Ja. Erfüllt
ist doch ganz schick. Nochmal schleifen oder was? Oder ein Beten sprühen. Könnte man auch, ne? Ohne Scheiß, ne? Dieses Teil finde ich so geil. Ich habe das mal gewonnen bei so einer Internetseite, bei so einem Wettbewerb. Die gibt es leider nicht mehr. Das war irgendwie machmal.de oder so. Und da habe ich mal dieses Set gewonnen, so Spraydosen und eben halt diesen Aufsatz für die Spraydosen. Den kann man auch einzeln kaufen. Richtig, richtig geil. Das macht voll Laune damit. Dann versaust du die Finger nicht so mit. Und irgendwie kann man das besser kontrollieren, dadurch, dass man das mit dem Finger da irgendwie machen kann, mit diesem Abzug. Das macht echt Laune. Werde ich euch mal unten mit rein verlinken. Gibt es bei Amazon, wo auch sonst. Lassen wir das mal im Moment trocknen und dann bauen wir das an. So, meine lieben Heimwerkerfreunde, ich sag ja, ganz einfache Geschichte, ohne viel Schnickschnack, ganz leichte Kost, ganz einfaches Projekt, finde ich auf jeden Fall mega cool. Sieht auch immer noch stylisch aus, bisschen rot, bisschen schwarz angesprüht, ein bisschen Farbe wieder in der Werkstatt. Also wie gesagt, das kann jeder nachbauen, auch wenn ihr keine Kappsäge habt, dann macht ihr das eben mit einer Stichsäge oder was weiß ich, 60 Grad anzeichnen. Ich sag ja, ich habe jetzt hier, das waren jetzt 13 mal 16 und das sind 250er Blätter, also das kommt gut hin, die gucken noch ein bisschen über, man kann die gut greifen, also man kann sich da nicht verletzen oder so. 10 cm Abstand habe ich dann genommen, 2 Blattstärken habe ich dann halt gesägt, ganz simpel, ganz einfach, echt schnell zu bauen. Ja, ich denke mal, das wird der ein oder andere von sich nachbauen, also meine Sägeblätter, die fliegen immer die ganze Zeit rum, ich weiß immer nicht, wohin damit. Ich meine, die sind jetzt hier, besser wäre natürlich gewesen, irgendwie in der Nähe von der Tischkreissäge, aber muss man eben halt so gucken, wie man halt Platz hat oder wo es am besten hinpasst. Hier war auf jeden Fall noch so eine Ecke, wo noch alles frei ist. Ja, ich finde es geil, hat auf jeden Fall Laune gemacht. Ja, wenn das Video gefallen hat, der lässt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wer mich noch nicht abonniert hat, kann mich gerne abonnieren, das ist kostenlos. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was ihr sagt und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Projekt. Euer Kreativbär. Ciao.